Far Cry 3, Blood Dragon. Hallöchen, meine Freunde der virtuellen Welt und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3, Blood Dragon. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende des Spiels. Und wir müssen da hinten so ein Tor destroyen, glaube ich. Ich habe übrigens eine neue Maus, eine Razer Imperator, wenn ihr es genau wissen wollt. Deswegen muss ich hier erstmal ein bisschen rumprobieren. Ihr seht da diese Einstellung rechts unten, das ist die DPI meiner Imperator. Okay, ich denke, ich werde es mal erstmal auf 1500 lassen. Oder, nee, doch lieber 1200. Oder doch lieber 1000. Ist hier denn irgendwas, was wir brauchen? Da ist eine Kiste. Nee, E drücken, nicht F, du. Genau. Da ist auch noch Geld. So wollen wir das. Und dann mach's doch auf 1200. Wir wollen ja hier nicht sparen, ne? So. Ja. Destroy it, man! Bam! Yo, wir haben gerade erstmal das Tor erledigt. Alles töten. Alles. Töten. Wir haben jetzt anscheinend nur noch die Kills da. Warum haben wir nur noch diese Kills da, Mann? Alter. Warum? Also, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Kiste haben wir uns in der letzten Folge besorgt, in diesem Arena-Kampf da, der mich so ein bisschen an Turok-Zeiten erinnert hat. Und diese Waffe, oh, der lebt ja nicht mehr. Diese Waffe, wenn wir die einsetzen, zieht halt was von unserer Lebensenergie ab. Das seht ihr auch links unten in der Anzeige hier. Seht ihr? Kurz noch ein bisschen was verschwendet, ja, ich weiß. Wie gesagt, die zieht was von der Lebensanzeige ab, deswegen wollte ich damit eigentlich sparsam umgehen, aber nun ja, wir haben ja nichts anderes. Also würde ich mal sagen... Was? Hallo? Was geht denn jetzt ab, Alter? Das ist jetzt lustig. Also, das ist jetzt lustig, Leute. Ja, was hat uns da jetzt getötet? Haben wir uns gerade selbst in den Jordan geschickt oder was? Missionsziel. Alles töten. Alles. Töten. Okay. Alter. Alter. Mal schnell heilen hier, ey. Die gehen ja ab wie Schmitz Katze, die Soldaten. Er ist voller Energie. Rock'n'Roll, Baby. The Killstar rules. Oh mein Gott, ein Blutdrache. Oh, verdammt. Los, kill the cat! Mal schnell heilen hier. Oh, what? Das war knapp, Leute. Und jetzt geben wir uns den scheiß Blood Dragon. Oh, damn it, wait. Yes! Haben wir ihn erledigt. Spürt die Kills da, man. Und noch einen für dich. Und für dich auch. Keiner geht hier leer aus. Jeder kann die Kills da einmal spüren. Ah, aber ich muss mich zwischendurch auch noch heilen. Trotz der Kills, da sind wir leider nicht im God-Mode. Schön wär's. Das Geile ist ja, wir können das Ding so lange abfeuern, wie wir Leben haben, ne? Also wir können es ja immer wieder heilen, also eigentlich so lange, wie wir lustig sind hier. Das finde ich echt nice. Bam, bam, ist wie Budenschießen hier. Was, hinter mir ist einer?
Willst du mit verarschen? Du kannst dich doch nicht so anschleichen hier. Ich glaube, da fliegt gleich was in die Luft. Ich verkrieche mich mal kurz hier, um mich zu heilen. Ah, heil dich schneller! So, und jetzt wieder schön, schön, schön. Hier, du bekommst auch. Ja, genau. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Ich wusste, du schaffst es. Du hast viel mehr von mir. Was? Als nur die Programmierung. Jetzt heilen wir dasselbe blaue Blut, mein Sohn. Falsch. Was? Mein Blut ist immer noch rot, weiß und blau. Der dicken Typ mit der Panzerung ist jetzt auch kein Problem mehr. Wir sind einfach zu imbar. Was? Der Typ da oben lebt immer noch, Alter. Will. Der hat wohl keinen Bock auf Sterben. Kann ich irgendwo auch nachvollziehen, aber. Heute ist ja leider nicht sein Glückstag. Hier überlebt keiner. Das ist die totale Apokalypse, das Ende der Welt, sozusagen. Das Ende der Cyberwelt ist das. Na, wie lange hält der Heli das aus? Nicht allzu lange. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Are you serious? Ach so, hier unten. Verdammt! Die haben Wummen! Heilung! Oh nee, das gibt's doch gar nicht! Das gibt es doch gar nicht, Mann! Wollt ihr mich verlaschen? Das finde ich gar nicht cool! Okay. Jetzt rocken wir die Bude. Feel the power! Ich hab meine I got the power! I got the power! Damn. Du bist aber Schrecker. Hier ist die Lund und. Oh! Helikopter! Ah, dammit! Heilung! Ah, hier oben können wir hochklettern. Das wollte ich doch wissen. Dann kletter mal, los. Fuck, da ist auch so ein Blood Dragon wieder. Aber scheiß drauf, wir haben die Kills da. Kein Ding für einen King. Wo ist denn das nette Viech? Da ist noch der Heli, den holzen wir erstmal weg. Da ist der Blood Dragon. Stirb, du Ungetüm! Du hast uns lange genug genervt! Ah! Heilung! Ah, jetzt sind wir da runtergefallen! Mein Gott! So war das hier aber nicht gedacht, Alter! Fire in the hole! Und der Drachenvieh kommt auch. Ah! Oh mein Gott, wie viele sind das da eigentlich, ey? Nein! So, zum zweiten Mal, glaube ich, jetzt runtergefallen. Jetzt werden wir einfach mal hier das Seil benutzen. Ja. Jerry-o! Oh Gott. Bam! Haha, so wird's gemacht.
Und dich holst du mir auch gleich weg. Jawohl. Action! So. Oh. Don't play with fire. Ach, hätten wir diese Kiste nur von Anfang an gehabt, ne? Die ist voll ultra, ey. Burnings! Feuer löschen! Wo ist die Feuerwehr? Noch ein bisschen trainieren hier. Tesla, und du kannst hier ankommen mit was du willst. Uns kann gar nichts mehr schocken. Er ist voller Energie. Ein bisschen rumpulen da. Ja, genau so. Das ist einfach eine Kiste, wa? Hallo? Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf, brauchen wir nicht. Ist das für ein Ort? Diese Musik im Hintergrund, ne? So dim 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 dim. Kein Verhätscheln der Schwachen mehr, keine Politiker, Anwälte und gottverdammte Demokraten mehr. Es geht das Überleben der Stärksten. Ja, das verstehe ich ja alles, ne? Aber das Spiel zwingt mich dazu, das tut mir echt leid, du. Oh, epischer Moment. Was zur Hölle ist das? Herzlich willkommen bei der Talkshow. Hier kommt ihr Quizmaster. Terror 4000 Kanone und Traumapanzern aus Titan ausgestattet. Es kann sprechen! Wir drehen mal eine Runde. Komm, Alter, jetzt krallen wir uns den geilen Schlitten und fahren mal los, ne? Brumm, brumm! Ja, okay. Das ist für dich, Spider. Wie gebe ich Gas? Ab geht die Post! Voll durch die Mitte! Ah, volle Zerstörung! Ich habe sie erschossen. Heißer Schlitten. Alter, Mann, was ist denn das für ein... Das Vieh ist ja so ultra, ne? Vor allem, es kann sprechen! Ein Blood Dragon, der sprechen kann! Mein Laser und ich. Voll geil, Alter! Endlich mal ein Blood Dragon, der... War da hinten ein Atompilz gerade? Endlich mal ein Blood Dragon, der uns nicht an den Kragen will! Reiten Sie mich gerne? Normal, Alter, du bist so geil, Alter. Ich reite dich richtig gerne. Das ist so ein geiler Schlitten, Alter. Aber ich glaube, außer Leasing wird da nichts, Kollege. Da kommen hier nochmal die Hubschrauber weggekillt hier. Das freut mich. Das freut mich, dass es dir gefällt. Mir gefällt es auch. Ach ja, diese wunderschöne Welt. Cruisen wir hier in den Bergen rum, ein bisschen mit unserem Ferrari. Ein bisschen gemoddeter, gemotzter Ferrari. Ein bisschen Zusatzausstattung. Zufällig begegnen wir hier diesen Cyber-Menschen. Blutdrache, töte ihn! Setz deine Cyber-Augen ein!
Cyberaugen einsetzen! Bam. Alter, Mann, was ist das denn hier? Was geht denn hier für eine Action, Alter? Das ist ja voll übertrieben, Alter. Einen schönen Tag. Hurra! Happy New Year! Was zum Teufel? Nein. Willkommen zu Hause, Killer. Sloan, ich töte nur noch einmal. Und zwar sie. Und was dann? Ruhestand in der Vorstadt? Jeden das war meine klare Ansage, ne? Und Sonntagsfootball gucken? Das bist nicht du, Rex. Du mähst doch keinen Rasen. Du mähst Leben nieder. Sie sind irre. Ich bin ein Gott. Nicht nur Mensch, nicht nur Maschine, sondern eine Fusion von beidem. Ein neuer Zeus, der eine neue Menschheit beherrscht. Du hättest einer meiner Cyberpriester werden können, mit freiem Willen als meine rechte Hand. Aber ich schätze, ich muss euch Mark IV endgültig zum Ausschlachten schicken. Falsch geschätzt, Sloan. Total falsch. Alarm. Systeme kompromittiert. Sloan kann nicht getötet werden. Tut mir leid, Rex. Eine Schande. Du bist weich geworden. Ah! Wie die Politiker in Washington. Wusstest du, dass die Frieden mit den Roten aushandeln wollen? Frieden, Rex. Frieden. Warum kann ich nicht abdrücken? Du erbärmlicher Waschlappen. Du bist nichts als ein Haufen Drähte und Programme. Es war nichts mehr übrig von Rex Power Cold, als man dich fand. Nur noch DNA ohne Seele. Nein! Ich gab dir meine Erinnerungen, meine Erfahrungen, meine Kindheit. Nein! Ich hab dich programmiert. Erschaffen. Ich bin dein Vater. Nein! Luke! Luke! Doch was wirklich zählt, blieb unverändert. Deine Seele. Aber du hast Herzblut. Du bist mehr als eine Sammlung von Drähten und Programmcodes. Ich glaube an dich, Rex. Und Luke, die Macht ist stark in dir. Licht aus, Rex. Nein! Spot an! Elizabeth! Rex! Du hast Colonel Sloan getötet! Ich schätze, all die Macht ist mir zu Kopf gestiegen. Die Welt ist gerettet! Sie werden kommen und alles mitnehmen. Deine Forschung, die Waffen, das Drachenblut. Ist es das, was du willst? Eine Armee von Monstern? Es ist, was Sloan wollte. Ich bin nicht wie er. Ich habe alle Notfallsprengfallen in den Bunkern reaktiviert. Nur ein Knopfdruck. Und alles geht in Flammen auf. Du hast uns gerettet, Rex. Oder vielleicht hast du dieses Mal mich gerettet. Nein, wir haben uns gegenseitig gerettet. Was hat das zu bedeuten? Mysteriös! Ja, liebe Freunde, das war mein Far Cry 3 Blood Dragon Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. War ja ein bisschen trashig.
das schlechteste Spiel der Welt. Angeblich. Es war ja eigentlich schon ganz cool. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Let's Play, was jetzt von mir kommt, mal schauen, was es wird. Ich werde da noch nichts verraten, aber es kommt auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Abonniert unseren Kanal, wenn euch unsere Videos gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein und ja, kein Plan, was halt noch zu sagen. Schaut euch einfach jetzt hier das Outro zu Ende an. Und ja, vielen Dank nochmal. Ciao, Leute.